Herzlich willkommen zurück hier auf der Chaos West Stage. Der nächste Vortrag Kamera stoppen beschäftigt sich genau damit. Seit der Silvesternacht 2015/16 baut die Polizei in Köln immer mehr Videoüberwachung aus. Die Initiative Kamera stoppen unterstützt eine Klage, die sich dagegen richtet. Jetzt werden uns Torben und Snoopy mehr davon erzählen. Ja, hallo. Wir sind Snoopy und Torben von der Initiative Kameras stoppen und wir wollen heute hier einen Vortrag halten über die polizeiliche Videoüberwachung in Köln. Unsere Initiative gibt es seit 2019. Wir haben uns damals gegründet, um eine Klage, die seit 2018 gegen die polizeiliche Videoüberwachung hier in Köln eingereicht ist beim Verwaltungsgericht, um diese Klage zu unterstützen und eben auch auf dem politischen Feld eben gegen die Videoüberwachung vorzugehen und ja, die Meinung in der Bevölkerung bezüglich der Videoüberwachung halt in die Richtung zu beeinflussen, dass eben die Polizei da auch nicht so viel Unterstützung für hat, sodass die Videoüberwachung dann hoffentlich bald hier wieder Geschichte ist und wir ohne die Videoüberwachung durch die Straßen Kölns und über die Plätze Kölns gehen können. Ja, zur Initiative will ich jetzt gar nicht mehr groß was sagen. Snoopy erzählt jetzt erst einmal was zur Polizei Köln und was sie hier überhaupt macht. Ja, die Klage läuft gegen die Polizei Köln, weil diese in den letzten Jahren ziemlich viele Videokameras im Stadtgebiet aufgebaut hat, auf allen möglichen größeren Plätzen. Es gibt nur noch wenige Plätze, die keine Videokameras mehr besitzen. Es sind aktuell 80 Kameras verbaut. Und genau, die hier auf dem Bild sieht man die schöne Videoüberwachungszentrale, die dort aktuell wahrscheinlich gebaut ist. Und so sieht das bei denen aus. Dann habe ich einmal eine kleine Karte der Stadt Köln mitgebracht. Dort kann man so die roten Flecken sehen. Das sind grob die Gebiete, in denen Video überwacht wird. Die sind besonders viel in der Innenstadt, auch um den Hauptbahnhof rum. Da am Hauptbahnhof an einem Teil konnten wir ein paar Videokameras abschalten lassen durch unser Gerichtsverfahren. Das ist hier trotzdem noch rot markiert. Und in der Ecke auf der Karte südöstlich wird demnächst auch noch Videoüberwachung ausgebaut. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, unsere Initiative und vor allen Dingen auch die Klage hat auch schon Erfolge vorzuweisen. Auch wenn das Ganze jetzt schon recht lange dauert und die Erfolge jetzt erst peu à peu und in kleinen einzelnen Bereichen erstmal kommen. Und zwar gibt es auf dem Breslauer Platz, das ist der Platz hinter dem Hauptbahnhof, eine Ansammlung von Kameras, die diesen Bereich überwacht hat, und durch ein Eilverfahren im Rahmen des Klageverfahrens konnte halt erreicht werden, dass die Polizei die Kameras hier am Breslauer Platz wieder abschalten musste. Grund dafür war, dass die Polizei halt nicht nachweisen konnte, dass der Breslauer Platz alleine für sich genommen ein Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt Köln darstellt. Die Polizei hatte versucht, den Breslauer Platz zusammen mit dem Bahnhofsvorplatz, dem ganzen Areal rund um den Dom als einen Ort zu betrachten und zu definieren und so eben die gesamte Kriminalitätsstatistik für den Gesamtbereich eben zum Anlass zu nehmen, eben den Breslauer Platz auch zu überwachen. Das Gericht ist dem nicht gefolgt und hat gesagt, das ist ein viel zu großer Bereich, um das als einen Ort zu betrachten. Wir betrachten den Breslauer Platz separat und da gibt es eben nicht die Zahlen, die es hergeben, dass eben die gesetzliche Voraussetzung, nämlich Kriminalitätsschwerpunkt, hier erfüllt sei.
So hat die Polizei also hier jetzt erst einmal, bis die Klage im Ganzen entschieden ist, eine Niederlage erlitten und hat eben die Videoüberwachung abschalten müssen. Wir haben auch noch andere Plätze. Wir haben den Neumarkt und wir haben noch den Ebertplatz im Norden der Innenstadt. Und auch da hat es Eilverfahren gegeben. Bei diesen Eilverfahren ist es so, dass die Videoüberwachung dort nicht komplett eingestellt werden musste, das Verwaltungsgericht aber da gesagt hat, dass sie eingeschränkt werden muss. Und was das bedeutet, das erzählt euch jetzt wieder der Snoopy. Ja, hier habe ich dann noch ein weiteres Bild mitgebracht, und zwar geht es hier um die Unkenntlichmachung. Wie schon richtig gesagt wurde, muss die Polizei auch aus datenschutzrechtlichen Gründen gewisse Einschränkungen in der Überwachung hinnehmen. Sie darf also nicht einfach alles filmen, was die Kameras hergeben. Und hier sieht man zum Beispiel, so sah das aktuell aus, als sie uns das geschickt haben. Man sieht hier ganz schön, oben rechts und oben links sind die Häuser verpixelt beziehungsweise geschwärzt mit solchen grauen Blöcken. Aber wenn man dann in die Mitte guckt von diesem Bild, das kann man hier auf der Präsentation wahrscheinlich nicht so gut erkennen, gibt es im Hintergrund Häuser, wo es auch Fenster gibt, und mit dem Zoom könnte man dort wahrscheinlich sogar durch die Fenster in die Wohnungen der Leute, die da wohnen, leben, arbeiten, reinschauen. Das Gericht hat gesagt, dass wir haben gesagt, dass das uns nicht reicht und dass wir wirklich möchten, dass mehr verpixelt wird. Das Gericht hat gesagt, zusätzlich müssen auch die Nummernschilder verpixelt werden und auch die Häuserfronten im Erdgeschoss, wie man ja hier auch sieht, nicht verpixelt. Und die Polizei hat daraufhin argumentiert mit einem weiteren Bild, wo sie mal gezeigt haben, wie es dann aussehen müsste, wenn sie das umsetzen würden. Und dann haben sie gesagt, können sie auch gleich die Videoüberwachung abschalten, weil so sähe man ja nichts mehr. Und das ist die aktuelle Argumentation gegen so diese Einschränkungen in der Überwachung. Ja, ein weiterer Erfolg, also neben dem, was das Verwaltungsgericht gesagt hat, dass Kfz-Kennzeichen und Hauseingänge und Fenster eben unkenntlich gemacht werden müssen. Ein weiterer Erfolg war, dass wir eben schon zuvor durchgesetzt haben, dass die Polizei die Kameras nicht auf Demonstrationen und Versammlungen ausrichten darf. Bisher war es halt so, Polizei hatte die Kameras installiert und hat dann einfach immer behauptet, ja, wenn da eine Versammlung ist, dann schalten wir die halt ab. Nur VersammlungsteilnehmerInnen konnten das eben selbst nicht überprüfen. Und die Kameras hatten und haben einfach eine einschüchternde Wirkung. Und es hat sogar auch Leute abgehalten davon, an Versammlungen teilzunehmen, weil sie eben nicht gefilmt werden wollten, dabei an einer Versammlung teilzunehmen. Ne? Das Verwaltungsgericht hat dann aufgrund von Eilverfahren, die wir auch da eingereicht haben in Bezug auf Versammlungen, dann entschieden, dass Versammlungen halt so geschützt sein müssen vor Überwachung, dass die Kameras mit physischen Barrieren versehen werden müssen. Also irgendwas, also das Verwaltungsgericht sprach beispielhaft davon, zum Beispiel Plastiktüten über die Kameras zu ziehen, dass die Polizei das jedes Mal machen müsse, wenn da eben eine Demonstration langzieht. Und daraufhin hat sich die Polizei halt etwas ausgedacht. Sie haben eben Kontakt aufgenommen mit dem Hersteller dieser Kameras. Und der Hersteller hat dann Rollos halt in die Kameragehäuse eingebaut, die Polizei jetzt auf Knopfdruck herunterfahren lassen kann. Auf dem Bild, das ihr gerade seht, sind halt fünf von diesen sogenannten Multifokus-Kameras zu sehen, wo die Rollos vor den Objektiven gerade heruntergelassen sind. Das sind diese gelben
planen, wo eine schwarze Kamera, die mit einem roten Balken durchgestrichen ist, drauf zu sehen ist und was halt vermitteln soll, den VersammlungsteilnehmerInnen, ihr werdet jetzt gerade nicht gefilmt. Das ist also die physische Barriere. Da haben sie das umsetzen können. Bei den PTZ-Kameras, das sind so Kugelkopfkameras, die wahrscheinlich auch alle kennen, die sich drehen können und in alle Richtungen gucken können. Da haben sie das nicht umsetzen können, aber da drehen sie jetzt die Kameras immer so, dass das eine Objektiv, das diese Kameras haben, gegen den Mast gerichtet ist und somit eben auch angeblich signalisiert wird, dass eben nicht gefilmt werden kann. Ja, das ist das, was wir eben in Bezug auf Versammlungen erreicht haben. Damit soll eben gewährleistet werden, dass eben Bürgerinnen und Bürger nicht vom Staat eingeschüchtert werden und ihre Meinung frei äußern können, ohne eben Bedenken zu haben, danach in irgendeiner Weise aufgrund der Teilnahme an der Versammlung irgendwie verfolgt zu werden. Allerdings ist es jetzt so, schaltest du mal einen weiter, genau, dass wir jetzt ganz aktuell seit dieser Woche ein neues Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen haben. Bisher hatte Nordrhein-Westfalen kein eigenes Versammlungsgesetz. Jetzt hat es eins und die konservativ-liberale Regierung aus CDU und FDP hat dort jetzt reingeschrieben, dass zukünftig halt die Polizei unübersichtliche oder große Versammlungen halt Übersichtsaufnahmen machen darf. Mit diesen Übersichtsaufnahmen soll eben ein Bild durch Kameras in die Zentrale geliefert werden können. Allerdings ist es da so festgeschrieben, dass bei friedlichen Versammlungen eben diese Bilder wirklich Übersichtsaufnahmen sein müssen und die Personen nicht individuell identifiziert werden dürfen und diese Bilder auch nicht aufgezeichnet werden dürfen. Nur, wie das eben auch vorher so war, wir können das nicht kontrollieren mehr, wenn wir an einer Versammlung teilnehmen. Die Kamera ist auf uns ausgerichtet. Alles, was danach und damit passiert, können wir, die wir auf der Straße stehen, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr sehen, nicht mehr wissen und somit ist eben der einschüchternde Effekt dann auch wieder gegeben, wenn die Polizei tatsächlich diese Übersichtsaufnahmen durchziehen wollte. Die Frage ist, was ist eine große Versammlung? Und da wurde in der Anhörung zum Beispiel schon gesagt, dass viele Juristen schon ab 50 TeilnehmerInnen von einer großen oder größeren Versammlung sprechen und somit die Übersichtsaufnahmen durch Videokameras in Frage kommen. Insofern, das nächste Bild ärgert uns das ein bisschen. Wir haben also 2020 eben erreicht, dass eben die Rollos eingeführt werden und bei Versammlungen grundsätzlich heruntergelassen werden müssen. Und jetzt hat die Landesregierung einfach ein Gesetz gemacht, um diese Rollos wieder hochfahren zu dürfen. Ich bin ja weiter dran. Ja, genau. Dann erzählen wir ein bisschen was jetzt zum Verfahrensstand. Wie dieses Bild verdeutlichen soll, ist der juristische Weg ein zäher Weg. Es ist so, dass wir im Jahr 2018, im Juni, Juli 2018, die Klage beim Verwaltungsgericht Köln gegen die Videoüberwachung hier in Köln eingereicht haben. Und diese Klage ist bis heute, also Ende 2021, nicht entschieden. Gehst du mal ein Bild weiter, genau. Es ist so, dass wir damals alle Bereiche in einer Klage angegriffen haben. Und der erste Schlag, den uns das Verwaltungsgericht versetzt hat, war, dass sie halt Ende 2020
dann aus diesem einen Verfahren 6 Verfahren gemacht haben, nämlich für jeden einzelnen Standort, wo Videokameras aufgestellt sind, ein eigenes Gerichtsverfahren draus gemacht haben. Das können die einfach machen. Das bedeutet für uns, dass wir eben die 6-fachen Verfahrenskosten dann auch haben und das ist eben schon eine kleine Gemeinheit gewesen. Ne? Also wenn man als Bürgerin oder Bürger sich gegen staatliches Handeln wehren will beim Verwaltungsgericht, dann ist eh schon das Problem, dass man den Prozess vorfinanzieren muss als Kläger und eben wenn man verlieren sollte, eben dann auch auf den ganzen Kosten hängen bleibt. Und wenn man dann jetzt plötzlich die 6-fachen Kosten hat, dann ist das schon ja nicht sehr bürgerinnenfreundlich irgendwie, wenn man versucht, sich gegen staatliches Handeln zur Wehr zu setzen. Wir haben jetzt also hier 6 Hauptsacheverfahren und wie die nächste Grafik zeigt, haben wir eben auch aus dem einen Eilverfahren, das wir bezüglich 3 Orten, also den 3 Plätzen, Ebertplatz, Breslauer Platz und Neumarkt, halt angestrebt haben. Auch da ist dieses eine Verfahren zu 3 Verfahren gemacht worden. Und der Stand der Dinge ist jetzt so, dass wir eben die Eilverfahren jetzt in diesem Jahr beim Verwaltungsgericht abgeschlossen haben. Breslauer Platz wurde ja schon gesagt, haben wir gewonnen. Die Videoüberwachung musste erstmal eingestellt werden. Ebertplatz und Neumarkt haben wir eben erreicht, dass da eben Hauseingänge, Fensterbereiche, also alles, was in Wohnungen hineinragt und die Videoüberwachung hineingucken könnte, dass das eben unkenntlich gemacht werden muss und dass eben auch Kfz-Kennzeichen verpixelt werden müssen. Dagegen ist die Polizei in Beschwerde gegangen, sodass die ganze Angelegenheit jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Münster liegt. Auch wir sind in Beschwerde gegangen, weil wir ja erreichen wollen, dass die Videoüberwachung komplett eingestellt wird. Ja, das ist im Moment der Stand des Verfahrens und es ist abzuwarten, wie lange das noch dauert. Wir rechnen auf jeden Fall noch mit einigen Jahren, bis wir eine endgültige Entscheidung in dieser Frage haben. Ja. Dann kommen wir jetzt zum technischen Datenschutz. Ja, es geht beim Thema Videoüberwachung natürlich auch um Datenschutz und hier im Klageverfahren haben wir auch insbesondere viele Fragen zum Thema technischer Datenschutz gesehen. Dabei geht es ja unter anderem um die Unkenntlichmachung von Häusereingängen, aber da geht es auch um weitere Fragen, wie zum Beispiel die Verpixelung und Schwärzung. Da macht auch im Verfahren die Polizei und auch das Gericht einen größeren Unterschied zwischen den beiden Methoden, weil eine Verpixelung bei dem Hersteller der Kameras andere Dinge kann als die Schwärzung. Und wir würden natürlich es begrüßen, wenn generell eine Schwärzung stattfindet. Das, was die Hersteller behaupten, ist, dass man nur statische Objekte, die sich nicht bewegen, schwärzen kann und Objekte, die sich bewegen, zum Beispiel diese Nummernschilder, die unkenntlich gemacht werden sollen, die kann man nur verpixeln, aber nicht schwärzen und das auch nur, solange sie sich bewegen. Und da wissen wir auch manchmal nicht mehr weiter, was der Hersteller da für eine Kamerasoftware gebaut hat oder macht. Dann die nächste Frage, die sich dann auch stellt bei dieser Anforderung, dass bewegliche Objekte unkenntlich gemacht werden müssen, ist dann die Gefahr KI, dass mit Hilfe von intelligenten Systemen Nummernschilder oder vielleicht auch Gesichter erkannt werden, um sie unkenntlich zu machen. Und da kommen wir dann auch in Richtung Frage, hilft KI beim Datenschutz? Und das sehen wir eher als gefährliche Sache, die wir nicht unbedingt jetzt eindeutig hier haben wollen. Wir wollen halt die gesamte Überwachung weghaben und glauben nicht, dass hier ein bisschen KI-Magie irgendwas hilft.
Dann eine weitere Sache sind die Protokolle, denn das ist eine technische Anlage, wie viele Anlagen auch, und die sagt der Polizei natürlich, was sie so ein bisschen tut. Es gibt technische Daten, was da passiert, und wir finden es sehr wichtig, dass wir irgendwie die Polizei kontrollieren können, dass wir wissen, wann filmt die Polizei, wenn sie sagt, sie filmt nicht, filmt sie wirklich nicht. Da haben wir im Versammlungsrecht, wo wir diese Rollos durchgesetzt haben, gesehen, dass die Polizei sagt, sie filmt nicht, aber durch Protokolle, die wir zufällig erhalten haben, haben wir dann nachvollziehen können, dass das nicht der Fall war und dass es auch wiederholt passiert. Die Polizei hat an dieser Stelle argumentiert, dass es Einzelfälle sind, wie so oft, und dass durch Schulungen die Wiederholungsgefahr gebannt werden soll. Aber trotzdem brauchen wir immer noch Protokolle, damit wir sehen können, wann überwacht die Polizei wo und hält sie sich daran, dass Versammlungen nicht gefilmt werden. Oder können wir auch in den Protokollen sehen, was für Unkenntlichmachungen durchgeführt werden? Da versuchen wir auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz weiterzukommen, aber dort mauert die Polizei auch sehr gerne und sehr viel. Das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen ist da auch nicht besonders gut aufgestellt für uns, aber wir hoffen, dass sich da was ändert oder dass wir die Polizei auch vielleicht dort mit Klageverfahren irgendwann mal dazu zwingen können, wirklich mal Daten rauszugeben, damit wir gucken können, was die da eigentlich tun. So, dann Zukunft. Genau, die Frage ist, wo geht der Weg hin? Wie ihr in unserem Hintergrund sehen könnt, haben wir das Banner von Reclaim Your Face aufgehangen. Das ist eine europäische BürgerInnen-Initiative, die noch ein halbes Jahr bis Juni, Juli läuft. Im nächsten Jahr, da gibt es auch einen schönen Vortrag zu. Also schaut am besten im Fahrplan, wenn euch das interessiert, und unterschreibt gerne. Die Kameras, die hier aufgestellt wurden, sind auf jeden Fall der Grundstein für die Polizei, dass eine Gesichtserkennung und die Weiterverarbeitung von biometrischen Daten, also in diesem Fall das Gesicht, möglich ist. Und da alle, die hier leben, einen Personalausweis mit biometrischen Fotos besitzen müssen, heißt das, dass der Staat auch eigentlich eine fertige Datenbank hat, in der die biometrischen Gesichtsdaten von uns allen gespeichert sind. Und dann ist es auch eigentlich kein so großer Schritt mehr, diese Videoüberwachungsanlage an diese Datenbank von unseren ganzen biometrischen Bildern dran zu dengeln, um da dann erkennen zu können, wer wann wo läuft, Bewegungsprofile. Und all das ist eigentlich gar nicht mehr so weit weg, wenn die Kameras einmal stehen. Auch das ist ein Grund, dass die Kameras weg müssen. Dann haben wir noch etwas zu Köln-Kalk, weil das ist das aktuelle Ausbauprojekt. Ja, also dass die Gefahr besteht mit der Gesichtserkennung und der Analyse, dass das gekoppelt wird eben an die Videoüberwachung, zeigen ja Pilotprojekte in Mainz und in Berlin. Dort hat die Bundespolizei zumindest Versuche gestartet gehabt, Menschen, die dort durch die Bahnhöfe gehen, halt wiederzuerkennen, automatisch wiedererkennen zu lassen von eben Computerprogrammen. Und ja, da gibt es zwar im Moment in Nordrhein-Westfalen keine Rechtsgrundlage für. Die Polizei sagt, das macht sie nicht und das darf sie im Moment auch nicht. Aber die technischen Voraussetzungen, die werden halt geschaffen. Und dann ist halt die Frage, wie lange dauert es noch, dass eben die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Wir haben das ja jetzt beim Versammlungsgesetz gesehen,
dass wir die Videoüberwachung von Versammlungen haben stark einschränken können durch diese Rollos und jetzt einfach durch Gesetz mal eben wieder das ganz einfach aufgehoben werden kann. Ne? Ja, zu Köln-Kalk, das betrifft die Ausweitung, die räumliche Ausweitung der Videoüberwachung. Das ist nämlich der nächste Stadtteil, wo die Polizei Köln Videoüberwachen möchte. Der liegt auf der anderen Rheinseite von hier der Kölner Innenstadt aus gesehen, rechtsrheinisch. Und da soll die Kalker Hauptstraße, Kalk-Mühlheimer Straße, Haltestelle Trimbornstraße, der ganze Bereich mit insgesamt 26 Videokameras zusätzlichen versehen werden und eben die Videoüberwachung auf diesen Stadtteil ausgeweitet werden. Das würde bedeuten, dass in Köln über die Hälfte aller polizeilichen Videokameras hängen von ganz Nordrhein-Westfalen. Also wir haben letztens in der Zeitung lesen können, dass so um die 170 Videokameras in Nordrhein-Westfalen durch die Polizei installiert sind, durch die Landespolizei. Ne? Und 80 davon hängen im Moment in Köln. Mit den 26, die in Kalk jetzt dazukommen, wären das 106. Und da sieht das so aus, als wäre Köln hier der Mega-Kriminalitätsschwerpunkt und Köln wäre total gefährlich und so. Wir wollen nicht bestreiten, dass es an den einen oder anderen Ort in Köln Probleme gibt, aber es ist schon irgendwie komisch zu sehen, dass jedes Jahr aufs Neue die InnenministerInnen halt verkünden, dass die Kriminalitätszahlen insgesamt zurückgehen und parallel werden immer mehr Kompetenzen der Polizei gegeben und immer mehr Überwachungsmaßnahmen eben installiert und vorgenommen. Also das ist schon ein Widerspruch, den wir uns nicht erklären können. Und dem steht halt gerade bei der Videoüberwachung das Grundrecht auf das eigene Bild, auf die eigenen Daten von eben Hunderttausenden von Bürgerinnen und Bürgern, die tagtäglich durch diese Straßen, über diese Plätze gehen, entgegen, die denen nichts vorzuwerfen ist und die einfach verdachtsunabhängig hier erfasst und gespeichert werden für 14 Tage in Köln. Und das steht alles außer Verhältnis. Köln-Kalk ist, wie gesagt, jetzt der nächste Stadtteil. Die Frage ist zu stellen, wie weit soll das noch gehen? Wie viele Stadtteile kommen noch dazu? Wie viele Straßen kommen noch dazu? Wann haben wir hier Verhältnisse wie in London, wo die halbe Stadt wirklich von Videokameras überwacht wird? Also das ist eine Entwicklung, die macht richtig Angst. Ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Möchtest du noch etwas zum Schluss sagen? Genau, es wird noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir werden die auch beantworten. Genau, und wenn ihr uns kontaktieren möchtet, die E-Mail-Adresse steht hier in den Slides, info@kameras-stoppen.org und schreibt uns einfach an, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt. Wir bieten auch vor allem in weniger pandemischen Zeiten Stadtspaziergänge an und erzählen dann etwas über den aktuellen Stand des Klageverfahrens und zeigen auch einmal die Videokameras, wo sie überall aufgebaut sind und wie schwierig es manchmal ist, diese Kameras zu erkennen, wenn man nicht weiß, dass sie dort sind. Und genau, wir freuen uns darauf, wenn ihr uns schreibt. Und damit geht es jetzt zu den Fragen. Jetzt für die Q&A steht uns jetzt Snoopy zur Verfügung. Danke für diesen Vortrag und vor allem auch für euer Engagement bei der Initiative. Die erste Frage ist ganz am Anfang des Vortrags gestellt worden. Ihr habt dann auch Biometrie schon angesprochen gegen Ende eures Vortrags. Ich möchte sie trotzdem dir gerne stellen. Ist bekannt, ob die Kameras bereits mit biometrischen Erkennungen, also zum Beispiel Gesichtserkennung, ausgestattet sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen laut Angaben des Herstellers, dass die Kameras mindestens biometric ready sind. Das heißt, man kann wohl ohne Probleme biometrische Erkennungen verschiedener Art, das werden wahrscheinlich primär Gesichtserkennung sein, einfach anbauen oder aktivieren. Und das kriegt man anhand des Erscheinungsbilds von außen, wenn man die Plätze läuft, nicht mit, falls das passiert. Ach ja, also durchaus erschreckend. Falls ihr selber eine Frage habt, stellt sie gerne auf Twitter oder Mastodon mit dem Hashtag von der Chaos Westage, also RC3CWTV. Dann wird der Signal Angel mir diese mitteilen. Die nächste Frage geht in die ähnliche Richtung wie die vorige. Werden Aufzeichnungen eventuell später auch für Gesichtserkennung oder Ähnliches genutzt? Das wissen wir nicht, weil wir da leider nicht hinter diese Prozesse schauen können, die ablaufen, wenn ein Video für Ermittlungen aus dem System exportiert werden. Da möchte uns die Polizei nichts sagen, aber wir vermuten, dass sie das aktuell nicht tun, weil die Polizei weiß auch, dass Biometrie ein relativ heikles Thema ist und will sich da vermutlich aktuell auch nicht die Finger verbrennen und belässt es aktuell bei den Testprojekten. Das ist so unsere Vermutung. Ach ja, also zumindest ein guter Punkt. Der nächste Bereich geht eher im Bereich von privaten Geschäften. Wie viele Geschäfte überwachen die Eingänge auch mit Kameras, die teilweise auch mit dem öffentlichen Bereich davor aufzeichnen? Was kann man dagegen tun oder machen? Ich vermute auch, dass das einige sind. Das sind genau auf jeden Fall Geschäfte. Ich vermute, da gehören aber auch Privatpersonen dazu, die ihren Häusereingang überwachen und damit auch noch die Straße mitfilmen oder auch solche smarten Türklingel, die dann mitten auf die Straße filmen. Die sind grundsätzlich nicht erlaubt, weil da wahrscheinlich keine rechtliche Grundlage besteht. Und da wendet man sich am besten an die Landesdatenschutzbeauftragte von NRW jetzt für Köln, beziehungsweise für auch andere Städte in NRW. Das ist die zuständige Aufsichtsbehörde, die sich um diese Fälle kümmert. Okay, danke. Die nächste Frage stellt, also falls es so etwas gibt, ob dann die Polizei das auch in ihre eigene Kameraabdeckung mit einbeziehen darf. Also, dass wenn ein Privater da eine Kamera auf einem öffentlichen Platz hat, ob man dann die Daten auch der Polizei zur Verfügung stellen kann. Aber ich vermute mal, dass das nicht geht, weil das ja sowieso verboten wäre. Das ist eine Frage, die ich jetzt auch aus dem Stand nicht ganz eindeutig beantworten kann. Natürlich kann die Polizei mit ihrer Ermittlungsarbeit grundsätzlich Beweise einsammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, wenn diese Beweise jetzt zum Beispiel durch illegale Kameraaufnahmen rechtswidrig erlangt worden sind, ob sie dann einen Beweis Erhebungsverbot unterliegen oder nicht, da müsste ich auch nochmal selbst nachschauen. Die nächste Frage ist zur Kameraabdeckung, ob das nur in NRW gilt oder ob man auch in anderen Bundesländern durchsetzen kann, dass dann so Rollos vor die Kameras gefahren werden müssen. Das ist auch eine sehr gute Frage. Grundsätzlich kam das so ein bisschen aus dieser Situation mit den Versammlungen. Das gilt natürlich prinzipiell erstmal nur für NRW, aber wir haben auch aus anderen Bundesländern, unter anderem der Innensenator von Bremen, der hatte auch einer Zeitung gegenüber gesagt, dass sie Sorgen haben, dass wenn eine Klage bei ihnen passiert, sie ähnlich einstecken müssen und dann schon mal angefangen, sich mit dem Hersteller abzusprechen, auch diese Rollos zu installieren. Also unsere Urteile, die wir hier bisher erreicht haben, zeigen über das Land NRW hinweg Wirkung und das finden wir auf jeden Fall super und das ist auch eine Motivation für uns, dran zu bleiben, dass unsere Arbeit hier bundesweit Beachtung findet. Ja, dann kann ich euch auch aus dem Süden Deutschlands für euer Engagement danken, weil es mir vielleicht auch mir
bald helfen wird. Die kann die Polizei nach einem Gerichtsverfahren an einem anderen Ort wieder eine Kamera aufhängen und muss man sich dann wieder streiten, weil ihr habt es ja in eurem Talk eh angesprochen, die Polizei kann die Verfahrenskosten recht schnell in die Höhe treiben, dadurch, dass Verfahren aufgesplittet werden und die Zivilgesellschaft hat ja nicht so viele Ressourcen wie der Staat. Also ist es dann eine Sisyphus-Aufgabe oder wenn ihr gewonnen habt, kann man es dann überall durchsetzen? Ich würde sagen, teils, teils. Es ist einerseits eine Sisyphus-Aufgabe, weil wir befinden uns, beziehungsweise das Gerichtsverfahren befindet sich jetzt in, also das läuft. Das ist noch nicht komplett abgeschlossen. Es ist aus rechtlicher Sicht noch völlig unklar, ob die Kameras hängen dürfen oder nicht. Es gibt halt diese Etappensiege. Auf einem Platz müssen sie abgeschaltet werden. Auf anderen Plätzen dürfen sie mit Einschränkungen weiterlaufen. Aber das sind auch nur Vorentscheidungen, eben weil die Polizei die Überwachung ausgebaut hat, obwohl in der Hauptsache, also ein Gerichtsverfahren läuft, das sich mit dieser Frage beschäftigt, ob das überhaupt erlaubt ist. Die Polizei kann natürlich theoretisch unendlich weitermachen. Das sieht man jetzt hier natürlich auch in Kalk, dass die Polizei weiter Überwachungstechnik ausbaut und dagegen wird wahrscheinlich dann auch wieder ein Eilverfahren eingereicht werden, welches dann wieder zumindest mit Einschränkungen wahrscheinlich enden wird. Aber das ist völlig richtig, das kostet uns Ressourcen, sowohl Zeit als auch Geld, diese Verfahren alle durchzuführen und die Polizei eher weniger. Das ist also schon eher eine Sisyphus-Arbeit, aber sie wird nicht unendlich sein, sie wird irgendwann ein Ende finden, wenn es dann wirklich auch Urteile von höheren Gerichtsinstanzen geben wird. Ach ja, die nächste Frage ist, wie lange darf die Polizei die Aufzeichnungen speichern? Das Polizeigesetz NRW sagt bis zu 14 Tage im Maximum. Wir halten das für zu lange, denn die Polizei nutzt diese 14 Tage auch vollständig aus. Da argumentiert sie mit Sexualdelikten, die eventuell erst nach Überzeugung von einer Person oder anderen Problemen dabei erst nach 10 Tagen oder so zur Anzeige kommt, damit sie da noch Beweise haben. Das ist so die Argumentation und deshalb nutzen die 14 Tage aus, aber das auch das sehen wir eher kritisch. Ja, damit wären wir mit den Fragen fertig. Ich möchte euch nochmal für euer Engagement danken, aber bei so Klagen bin ich auch immer froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und man sich noch wehren kann. Es ist dann zwar immer wieder ernüchternd, dass es erst die Zivilgesellschaft gibt, dass sie sich für so etwas einsetzt, aber wir haben hier in Deutschland zum Glück noch die Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren. Snoopy, wenn du noch etwas sagen möchtest als Schlusswort. Oh ja, vielen Dank für dieses schöne Event, dass es doch noch stattfinden kann, auch wenn es remote ist. Finde ich super, dass wir hier auch dabei sein dürfen.